Herzlich willkommen am Strand von Titicaca mit Sergeant Manny Migorath und Gecko im Noob-Match gegen Blutmon Thresh, das Flüstern, Asche, Sati Pardus, Jax, PZ Buddy, Schlittenglocken Katharina, Lioness. Ich frag mich, wo bei der Katharina da die Glocken sind. Und Sandwächter Ramus von Plüschbombe. Habe ich das jetzt richtig gesagt oder war Katharina Plüschbombe? Nein, das ist schon richtig. Ist richtig, ja. Also, wir sind im Noob-Match, das heißt, wir spielen gegen 5 nicht so erfahrene Recken. Und ich will aber nicht Bot gehen. Nee, ich geh in Mitte. Gut, denke ich top. Hallo, ich bin. Ich würde doch viel besser poken und du hast doch viel mehr System rum. Na gut, dann gehe ich eben Bot. Da muss ich wieder den schwierigsten Part übernehmen. Wer ist denn für den Top-Lane? Ach, den Jax. Ich nehme den schwierigsten Part. Aber ich habe Vertrauen in dich. Du schaffst das. Ich finde die Musik gut. Na gut, ich bewege ihn auch mal. Das ist ein richtig schön Urlaub, ne? Ja, so ein bisschen. So, wir haben keinen Jungler übrigens. Was nehme ich denn jetzt als erstes eigentlich? Wahrscheinlich tatsächlich konsumieren, ne? Ich glaube, das ist für Sustain am besten am Anfang. Wo eigentlich der Blast natürlich jetzt gerne genommen wird, ist am Anfang noch die Pots zur Not. Ja, ich habe die Pots auch noch, aber normalerweise langt das Konsumieren auch nicht. Du weißt ja, ich tauche mal gerne in den gegnerischen rein Schusswechsel, unter? Ja. Achso. Ich bin sowieso gespannt, wen ich hier auf der Botlane haben werde. Ashe wahrscheinlich. Und Flash. Ja, oder Ramus. Nein, Ramus ist Jungle. Stimmt, Ramus hat den Smite dabei. Schon wieder ein Thresh hatten wir gerade schon im Pro-Match. Finde ich ja gar nicht lustig. So, schön, die sind noch hier gerade Ramus im Jungle helfen. Ja, wir müssen aber so gut wie möglich farmen. Durch Farmen können wir gegen Anfänger meistens das meiste ausgleichen, behaupte ich mal. Ja, weil ich ja so gut bin im Last-Hitten, ne? Ja, das ist gutes Training für dich. Irgendwann muss auch mal losgehen. So, die sind sehr vorsichtig hier zu zweit und trauen sich nicht ran. Ja. Ja, Jax ist ein sehr unangenehmer Gegner, vor allem in der aktuellen Season. Ich hoffe mal, da weiß nicht, wie man den baut. Sonst habe ich ein Problem. Also ich weiß, dass PZ Buddy zwar ein lernfähiger, aber auch noch ein eher unerfahrener Spieler ist. Dann bin ich ja froh. Dann habe ich eine Chance. Ja. So, 400 Schaden macht mein Konsumieren schon. Das ist ja abartig. Macht ja auch 2 Damage, aber halt nur an Minions oder ähnlichem. Du könntest übrigens auch damit sowas wie einen Sack-Blob aufsaugen, aber die haben gar keinen Sack. Nee, hatten wir doch überlegt, ne? Es ist ja gar nicht mehr so einfach, jetzt Champions zu finden, die wir noch nicht gespielt haben. Und die schon. Die also nicht so krass sind. Auch wenn Migo zum Beispiel meint, dass alle Champions krass sind. Wo er natürlich auch ein bisschen recht hat. Aber es gibt schon, würdest du schon auch sagen, so ein Unterschied, ja, klar, oder? Aber, ja. Es gibt Champions, die spielst du ja auch deshalb vielleicht nicht so gerne, weil die nicht so OP sind. Ha! Geschafft. Nice! Ich meine, war ziemlich schön. Du hast einen Noob-Besieg. KZ. Ich bin dabei! Ich erwarte jetzt eine Auszeichnung. Die haben Jungler, ne? Oh, der Ramus. Ah, der Jungler ist da. Ich bin mal nett und ich pushe hier auch viel zu weit rein eigentlich. Eigentlich muss ich total aufpassen, dass der Ramus hier nicht auch vorbeikommt. Aber direkt eine Chain West. Wir pushen alle irgendwie so total krass rein. Aue! Er zürnt den Jedi nicht. Ja. So, hier, ich kann gerade nicht mehr pushen. Sehr schön. Ja, ich habe auch nicht viel zu pushen. Den Tower komme ich auch nicht so gut ran. Ja. Vor allem die nächste nicht mehr, weil ich ja auch auf alle Fälle Sunfire baue. Dann halt den ganzen Schaden an einem Jax mache. Aber Agro auf mich ziehen würde. Nice. Also ich komme gegen diesen Thresh wesentlich besser klar als gegen den gerade eben. Ja, den war ja auch Thresh Main. Ja.
So. Farm läuft. Aber die, also ich meine, ich greife die jetzt auch nicht wirklich an, aber die stehen halt auch so weit unterm Tau. Jetzt hat er mal hier. Gut, dass Leona wird auch noch im Team ein bisschen stärker, weil sie ihre Passive hat, sodass halt nur noch ein bisschen mehr Schaden durchkommt, wenn ich einen Spell auf jemanden drauf mache und ihr dann einen Auto-Attack hinterher setzt. Nice! Also, momentan komme ich hier ganz gut klar. Wenn ich erstmal so ein bisschen AP habe, dann geht's sowieso rund. Ich bräuchte nur ein bisschen mehr Mana. Ich mag ja cool. Hier den eigentlich sehr gerne. Ich spiele den viel zu wenig. Ich muss den viel öfter spielen. Auch im Jungle. Er ist auch gerade nicht so stark in der Meta. Also, ja. Auch nicht so sehr. Das sagen ja. Es ist halt doof. Man will eigentlich spielen, was man möchte. Ne? Aber es ist halt teilweise so ineffektiv, dass man es nicht mehr spielen kann. Aber das ist auch so ein bisschen die Krux an LoL. Teilweise, dass die irgendwie von OP-Champ zu OP-Champ sich wandeln und alle spielen immer nur noch die OP-Champs und. Ja, man kann nicht auch sagen. Einfach das Balancing. Ja, Balancing allgemein nicht allgemein. Aber man kann ja eigentlich auch sagen, dass es oftmals daran liegt, dass man noch nicht weiß, wie man gegen diese sogenannten OP-Champs halt angeht. Also zum Beispiel so ein Jax, den kann man countern, wenn man weiß in der Champion Selection, dass jemand Jax spielt. Quatsch, Jax, ich meine Yi zum Beispiel. Master Yi ist ja so ein Snowball-Champ. Ja. Dann muss man halt nur ein bisschen CC haben und dann geht das auch. Wenn man da was hat. Ich bin jetzt mal gespannt, inwieweit die Plüschbombe, die ja im gegnerischen Team im Jungle ist, eine gute Position für den Shotcaller, inwieweit die das Team anleiten kann. Ach, die ist deren Pro sozusagen, ne? Ja, also Eleonora ist auch eigentlich Pro. Aber man merkt schon auf jeden Fall, dass die jetzt nicht unvorsichtig sind oder so, ne? Also das ist schon gut. Das kennt man, haben wir ja bei anderen Spielen schon. Oh, da kommt die Blühsprunge tatsächlich. Und da war ich auch weg. War Sicherheit, ne? Ja, Ramos ist auch so ein gefährlicher Ganker, vor allem wenn man halt nicht so richtig viel warden kann, weil man halt nur ein Set von Wards hat und nicht zwei, mit zwei Spielern. Die Sprumme ist Level 5. Ja, die kommt jetzt gleich nochmal zu dir. Ah, die kann mich ja abbrechen. Ja, super essen. Aber sie kommen nicht an mich ran. Boah, ich mach dir mal gut Schaden. Deswegen ist halt, wenn ich Rüstung kaufe, dann macht der Jax am Anfang noch nichts. Aber später macht er auch ein bisschen magischen Schaden. Nachdem er es halt kauft. Wird mein Jax ja komplett so ein bisschen auf Hybrid gespielt mit der Hexe Gunblade. Das waren Zeiten. Das waren Zeiten. Von der Jugend. Jetzt bist du ja schon in den 20s, hör mal. Das ist ja der Spaß schon vorbei, allmählich. Ja, nie wieder Spaß. Anderer Spaß. Nein. Ihr kriegt mich nicht, ihr kriegt mich nicht. La 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 la. Ja. Oh, wuhu. Nee, den krieg ich. Darunter liegt er. Was für ein Play. Was will man hilft in der Mitte? Also ein Gang aus Spaß machen. so ein Tryhard Gang. Ein Tryhard Gang? Nee. Ich weiß nicht, ob du nee. Das. Ja, mach mal. Hi. Oh, der Gecko stirbt noch unterm Tower. Nein, ich sterbe nicht. So, jetzt wird's lustig. Jetzt kaufe ich mir nämlich. Soll ich eigentlich direkt auf AP gehen? Eigentlich schon, ne? Wäre ganz cool. So ein bisschen auf. Bau dir den Stab der Zeit, Alter. Der ist ganz gut. Ich hätte mir das Zepter jetzt geholt. Rylaze? Ja, damit ich ein bisschen Lebensenergie habe und. Kannst du ja auch noch später holen. Das wirkt ja, sobald du es kaufst. Aber der Stab der Zeitalter, da muss ich ja aufbauen. Eben, da würde ich auch. Zu spät. Oh, Rumpel, ey, weißt du? Dann frag uns. Ey, jetzt kann ich halt mal so spielen, wie ich will. Ich will jetzt ein bisschen mehr Druck auf der Lane haben. Ich mach zu wenig Schaden. Ja, du kannst auch beim Stab der Zeitalter jetzt auch AP, Mann. Ja, aber doch nicht 80 Fähigkeitsstärke. Krieg ich doch jetzt nicht zusammen. Nee, das ist halt ein bisschen.
Aber Sustain hast du dadurch, kannst du länger auf der Lane bleiben. Dadurch kriegst du auch mehr Schaden. Ja, das kriege ich mit dem. Tanks machen teilweise auch genauso viel Schaden wie Damage-Dealer. Einfach weil sie viel länger im Kampf bleiben können. Das Scheiß ist halt der Vorteil bei Shadow Zelda. Scheiß drauf, la 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 la. Ich geh full AP. Ja, mach mal. Ich hoffe, da hast du Spaß dran. Du wirst schon sehen. Wenn einer mal Lust hat, kann er mal runterkommen und dann können wir hier den. Eine volle AP im Nunu, denke ich nicht. Was? Wieso nicht? Der ist total ja, der klaut mir die Kills. Ja. Ah, da kommt der. Da rührt das her. Ihr gebt mir Tipps, damit ich schlechter spiele, damit ihr besser Kills dealen könnt. Jetzt verstehe ich das alles auch. Oft, so oft schon habe ich eure Tipps befolgt und habe dann schlechter gespielt. Du bist doch viel zu unerfahren, du musst auch viel lernen. Ja, ja. Sagt mir einer, der in seinen 20s ist, ey. Deine Reaktionsfähigkeit ist auch nicht mehr das, was es mal war. Nee, ich mach mal gerade runter auf die unteren Lane. Aber ganz runterlaufen. Wir haben ja auch gar nicht die Teleports ausgenutzt, das sollten wir auch mal machen. Ich hab meine jetzt erst wieder in 3 Minuten. Oh, ich hab grad da. Du bist da? Ja, dann los. Power Dive. Ah, oh, dass die das alle abbrechen können, das ist so nervig. Schon. Meine Ulti, ich habe eigentlich keine Chance, meine Ulti auszuholen. Das ist mir schon öfter aufgefallen. Das ist eigentlich uncool, dass der die Ulti, dass die abgebrochen werden kann, finde ich. Ja, das ist jetzt, deswegen ist ja auch halt auch nicht in einem Meter, ne? Es gibt halt extrem viele Champions, die das abbrechen können. Ja, aber das ist total dämlich. Ich meine, wann stehst du schon drin? Der Champ ist total nah und du kannst diese Ulti raushauen. Ohne dass dich jemand abbrechen kann, das passiert halt so gut. Wenn du im Busch stehst und trappst halt, aber das ist halt irgendwie. Ja, ja, das ist halt total. In Normals extrem seltener Fall. Ich meine, ich mach halt schon wahnsinnig viel Schaden dann, aber auch nicht so viel, dass man jetzt irgendwie sagen könnte, die Ulti ist deshalb total OP oder so. Ey, es geht halt mit 2,5 deiner AP, aber. Ich muss sagen, ich persönlich finde das halt auch eher mal ganz praktisch, um kurz Leute zu slowen, halt als Support-Tank sozusagen, so ein bisschen. Weil er halt auch Attack-Speed geben kann und so weiter. Und, ja, im Falle des Falles halt nur, um die Gegner am Entkommen zu hindern, sozusagen. Also wenn die wirklich keinen Flash mehr haben und kein Disengage, dass man dann irgendwie was hat, mit dem man die nochmal finishen kann, wenn man an die nicht mal rankommt. Und die noch, weiß ich nicht, 200 Leben haben. Ramos wahrscheinlich Richtung Botlane auf dem Weg. Okay, dankeschön. Ich habe auch nicht gewordet, leider. Komm doch her, Jax, warum läufst du weg? Das mag ich nicht. Meinst du denn, der kommt über den Fluss oder meinst du, der kommt ganz hinten rum? Ganz hinten rum, wenn. Wir könnten immer noch den Drake machen. Ich bin jetzt erstmal in der Base, wenn wir mal ein Item holen. Ich glaube, der Ramos, der bedient sich in unserem Jungle, kann das sein? Weil wir keinen Jungler haben. Ja, das ist aber auch verständlich. Mhm. Ich meine ja bloß, vielleicht sollte ich mal mit meiner Ulti einfach die Vasallen, die Jungle Camps clearen. Macht wahrscheinlich fast mehr Sinn. Der Trick ist aber nur etwas, die Gegner müssen Sicherheit zu bieten. Ah. Aber wir haben eigentlich einen Smite mit meinem Q. Das heißt, wir könnten echt mal den Drake machen. Die machen den Drake. Die machen jetzt den Drake. Dein Wort da mal rüber. Ich hab kein Wort. Hast du ein Wort? Nee, deswegen sag ich nicht, dass du rüber worden. Weil ich würde einfach reinflashen. Ah. Ja, Schaden. Und meine Ulti machen. Das ist echt ein Schaden. Du hilfst mir, ne? Hier kommt klar. Ist tot. Oh, okay. Ja, wir kommen klar. Ja, steht noch zu null, ne? Ja. Ach, Auto-Attack-Stil. Mal gucken, wie die sich schlagen, wenn es Richtung Teamplay geht. Das ist ja das. Ach, warte. Was war das? Warte, bleib stehen. Hä? Er kann den Level geben. Er kann ach, der ist ja auch gereworked worden. Ich hab den seitdem noch gar nicht gespielt. Ich kann dir ein Level abgeben. Das ist ja crazy, ey. Das kannst du sogar auf sein Level kommen, wenn er sagt, get on my level. Get on my level, Bridge. Nein, sehr gut. Entschuldigung, get on my level. Ich bin jugendfrei. Get on my level, Beat, ja.
Was tauche ich die Nachricht? Es sind tatsächlich jetzt zwei Leute dabei, die, also in dem gegnerischen Team, die eigentlich ganz, also jetzt keine Noobs sind, ne? Ein Silber und Plüschwurmel weiß ich gar nicht. Plüschwurmel spielt eigentlich sehr passabel. Auf jeden Fall. Die sind auch ein sehr guter Support. Die sind ja alle Mitte. Ja, ich komme auch in die Mitte. Soll ich auch dahin? Ich kann auch teleporten, also wenn ihr irgendwie... Nee, push du weiter, also, push du weiter. Ja, okay. Oder so. Und ich bin ja auch so ein guter Pusher, weil ich so wahnsinnig einen Minion clear habe. Hey, du hast Attack Speed, kannst du dir geben, ja? Das ist viel worth. Ja, ja, schon, aber... Mehr dann auch nicht. Ey, wir, ihr sterbt da jetzt. Nein, nein, Quatsch. Nein, nein, Quatsch. Zu zweit können wir gar nicht mehr sterben, wir haben den Silian-Ulti dabei. Komm auf uns, Gold, los. Lass mal ran. Lalalala. Boah, du, die macht dir ja gar keinen Schaden mehr. Los, schneller, los, rein mit dir. Ich habe manchmal das Gefühl, dass das eigentlich gar nicht so gut ist, dass wir 3 gegen 5 spielen, weil wir eigentlich immer einen Vorteil haben dadurch. Du bist gleich tot. Die killt sie erstmal selber. Nein. LOL. Du hast meine Bombe reingetragen. Ich hab deine Bombe. Ja. Ich hätte selber auf mir auch noch eine, oder was? Ja. Gut. Also ohne es zu wissen, haben wir tatsächlich eine ziemlich starke Kampfchain auch gemacht hier. Mit reinziehen, während man eine Bombe drauf hat. Oh, Robby, hier, warte, kriegst du wieder einen Level. Geil. Ey, das ist total super, ich komme ganz oft zu dich und dich besuchen. Zu dich? Ich komme ganz oft zu dich. Dich besuchen, Alter. Just for the experience. Weißt du, das klingt so wie in so einem RPG, wo man einfach in so einen Low-Level-Bereich abfarmen kann. Also ich komm wieder vorbei, ich farm noch ein bisschen mit dir. Soll ich mal wieder ein bisschen boosten? Oh, ey. Aber man Rompi? Gibt ja gar kein, man gibt ja, gar ich sterbe jetzt. Level, ne? Man gibt ja gar kein ganzes Level, man gibt ja nur so ein... Nur bis das Level vollständig ist. Echt? Ja. Also was wolltet ihr jetzt, was ich mir hole? Stab der Zeitalter. Aua. Stab der Zeitalter. Oh. Nicht gut. LOL! Ah. Jetzt haben wir schon 2 Tode. Mhm. Ja, ich meine, wir müssen aufpassen, weil wir haben diesen Vorteil, von dem ich vorhin gesprochen habe, dass wir eigentlich einen Vorteil haben, weil wir zu dritt sind und damit schneller mehr XP bekommen. Der ergibt sich natürlich dann später. Wenn die jetzt alle irgendwann fett sind und ihr Level, weiß ich nicht, 15 haben, 16 haben, dann ist es natürlich unangenehm. Ich habe 2000 Leben, eine Warmox, da kann nicht mehr viel schief gehen. Ich bin schon ziemlich fett. aufpassen, weil die Plüschbombe wird auf jeden Fall auch nochmal richtig unangenehm. Glaube ich schon. Migo, kannst du mir ein Level geben? Nein, noch nicht. Noch nicht. Du lass uns die Cutter rausnehmen. Okay. Okay. Bitte komm mal zu mir. Komm, Ramos. Nein! Ach, dammit. Was ist das los, du mein? Ich hab leider irgendwie einen Minion getroffen mit meiner E. Das ist so mies, ich counter halt einfach Ramos damit aus. Guter Minion-Hook. Ey, die wollen auch gar nicht so richtig deffen, ne? Ne? Die haben Angst auch. Du musst die Ulti schon abbrechen können. Also du musst aber weglaufen. Rechtsklick irgendwo hin, dann brichst du die ab. Ja, aber ich will die ja nicht abbrechen. Aber du willst ja auch Ramos auch Schaden machen. Wenn er rausläuft, dann macht der keinen Schaden. Aue! Was ist los hier? Oh, der Schaden! Ja gut, die gebaut auch nicht Full Damage. Oh schön, die Dings gedodged hier. Sag mal, wollt ihr eigentlich den Tower? Interessiert euch nicht, oder was? Welcher Tower? Ja, der Tower, der mich gerade wegmacht. Hast du Bombe auf dem Kopf? Warte, ich trinke aber noch ein bisschen. Muss auch mal machen, ey.
Ich hab den vorhin die ganze Zeit angegriffen. So, jetzt lass uns mal irgendwie ein bisschen trollen. Ich muss auch ein bisschen leben. Wir sind so total ahead. Wir brauchen überhaupt gar nichts mehr. Meine Vasallen ja schon alleine hier. Ein bisschen rumdancen vom Tower, aber das ist eher Disrespect als. Nee, nicht Disrespect. Boah, ey, irgendwelche intelligenten Plays machen. Was hältst du davon? Kennst du nicht intelligente, ne? Plays, was ist das? Intelligente? Nehmen wir nochmal. Oh. Oh, sind weiter. Wenn die Sage jetzt reingehen. Du und deine Bomben, ey. Ja, die Bomben sind echt fies. So. Bam! Komm mal! Mana, ja. Oh, ja. Geh mal noch. Und dann? Ah, na toll. Wieder eine Ulti verhauen! Lass mal Drag machen. Oh, Leute, ich kann euch. Oh, jetzt gebe ich Gekko mal ein bisschen XP. Okay. Ja, ich habe ja schon zweimal bekommen. Ja, aber trotzdem nicht die zwei Level über. Ja, ihr habt wieder so, ihr seid so OP, ihr macht schon wieder so viel Damage. Migo steht schon wieder 10 Minuten. Ja, ich hab ja nur einen Zeitfeier. Dabei mache ich gar nichts. Na ja, nicht so wirklich. Da kommt die Plüschbombe. Ihr kriegt den Drake niemals. Nee. Nicht mit meinem Smite! Ja, jetzt haben wir es früher waren. Du machst schon 1000. Nee, ich hatte schon zweimal Smite gemacht. Ich hatte gerade Cooldown. Ach so. So, bald habe ich auch die Spirit-Visage. Dafür ist die Kuh halt echt. Die braucht nur 60 Mana, das ist wenig. Und macht extrem viel Schaden. Mhm. Ich hab mir meine Blue-Buff. Na, den darf wieder auch abholen kommen, ne? Nein. Ist der sicher? Ja. Okay. Die wollen Mitte machen. Das lasse ich nicht zu. Ich komme auch. Weil da macht meiner Bomben. Ich komm reingegangt. Ich bin einfach mal uns in deren Base importen und da einfach mal einen Tower machen oder so. Hier den BZ-Buddy würde ich ganz gerne haben. Dann lauf mal schnell. Ja. Oh, jetzt habe ich die Plüschbombe hier. Oh, die machen dich ja vielleicht sogar. Warte. Danke, bis dann. Danke. Soll ich die wegkommen? Die können es auch nicht, ne? Die kommen überhaupt nicht mehr weg. Bam. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir diesmal keine schwache Combo ausgewählt haben. Okay. Ach Gott, Mann! Das ist absehbar. Ich will einfach wegkriegen, weil ich glaube, das ist nicht stirbt. Ich dachte, ich bin schneller als er. Oh. Ich hätte noch ein bisschen mehr Zeit. Aber ich kann ja mal irgendwo ein Warton placen, dann können wir mal da einteleportieren oder sowas. Stimmt. Weiß ich vielleicht da oder sowas. Ich hab den, sehen Sie den Ward. ich brauch mehr AP. Ich heul. Oh nein, Gecko könnte sterben. Nee, ich komm nicht. Nee? Gut. Wollen wir umdrehen und reingehen? Den Lernstab? Den Lernstab könnte ich mir machen. Nee, ich will nicht so aggressiv sein. Obwohl. Krieg gerade meine Bombe rein. Oder gib mir mein Ward, dann kann ich hinporten. Ich hab Wards in deren Base, Alter. Lass mich jetzt aber Minions. Lass mal die Minions porten, Mann. Und. Eins. Lol, danke. Alter, wie lange denn noch? Teleport, den krieg ich noch. Hey, geil, Migo, ist das halt so okay, dass wir einfach nochmal wieder reingehen können. Nein! Oh, das war ein Stück zu weit. Was macht ihr denn jetzt eigentlich? Ich habe meine Double-Bombe in die deren Base. Was ich? Flüschbombe? LOL!
konnte nicht mehr mit meiner Ulti auslösen, ey. Was holt ihr denn noch an der Rüstung? Machen viel magischen Schaden, ne? Ja. Nee, es geht eigentlich so. Der Inhibitor-Turm hat mir sehr viel Schaden gemacht. Wie kommt das nur? Bei mir war es der Laser. Ja, magischen Schaden. Doch, eigentlich mehr magischen bei mir. Dann ist es nochmal ein Banshee's Veil, glaube ich. Nee, Quatsch, ein Zerzerot-Portal. Damit kann man richtig schön trappen. Aber man sieht immer, woher das herkommt. It's a trap! Aber die werden allmählich stärker, man merkt das. Sollen wir noch einen Baron hinbekommen? Zu dritt? Ja, klar! Ich hab meine Ulti ab! Ich sowieso! Alles klar, ich tank das. Das Shit weg. Du tankst das und ich ess das. Nom nom nom. Oh, Kumpel! Ah, nice. Nice. Dieses Gelächter dabei. Ist halt echt ein komplettes Level. Jedes Mal, oder ist das ein bestimmter Anzahl? Bist du das Level erreicht, also bist du das Level erreicht hast. Krass. Go. Ziemlich vertinken. Egal. Ah, oh, der PZ-Buddy ist da. Vielleicht können wir uns auch helfen, das wäre auch nett. Ich mach dem 1000 Schaden einfach mal mit meiner... Ich kann's ja... Oh nee, doch nicht. Ich mach da auch ein bisschen Schaden mehr. Bam. Schon auch wehgetan. Igor, Hilf uns! Igor! Nö, ich glaube, die wollen ihn zielen, aber wenn er kurz vor Ende ist, wenn er noch 2000 Leben hat, dann müssen wir einfach mal auf die drauf gehen. Außer Rumpel, würde ich mal sagen, weil der hat noch das Smite. Oh oh. Die müssen einfach nur nah rankommen. Diesen habe ich ihn bekommen! Oh Gott, tank ihn. Ja, aber ich bin doch tot, Leute. Ja, ich hab dich doch geultet. Oh, noch die Plüschbombe auch noch richtig gemacht. Ah, lala, brenn dich zu Tode. Ich finde, die haben nicht dran gebaitet. Nice. So, jetzt machen wir hier noch den. So. Oh oh. Das ist schon wieder bitte gar nicht. Nein. Den haben. Oh, macht ja keinen Schaden. Nee, du machst ja nicht seinen Schaden. Überhaupt nicht. Es baut nur Schaden. Ich mach's halt wie Rumpel. Der baut auch Schaden. Ja, aber ich hab ja nicht so einen Champion wie du. Ach, jetzt auf einmal. Wieso auf einmal? Du bist auf AP viel stärker. Was? Quatsch. Hast du schon mal den Schaden von dem Eisblasen erlebt? Ja, aber hast du schon mal die Anzahl, die Frequenz gesehen, wie oft man so einen Eisblasen machen kann? Guck mal, wie man den Inhibitor machen kann, ne? Die Leute ist da doch ein bisschen viel, ne? Ja, aber ein Inhibitor. X-Peak Inhibitor! X-Peak Inhibitor! Ne, den kriegst du nicht. Ganz alleine! Alter, wie lange du aushältst, unfassbar. Ja, okay. Jetzt habe ich noch ein Z-Zurück-Portal. Kann man noch ein bisschen treuen damit. Ja, nice. Du kannst den Drake machen. Oh! Ich will noch einen Guardians Angel kaufen. Wie ich das hinkriege, weiß ich nicht. Ich habe jetzt gleich meinen Lernstab und dann. Komme ich da auch nochmal hin. Plate. Den warte ich noch kurz auf. Schwer zu sagen. Oh mein Gott, ein Hawkshot! The Spirit of the Hawk! Kennt ihr den Song? Ja. Nur eben einen. Nee, den krieg ich nicht. Das kann ich nicht. GEMA-Probleme. Kriegst du nicht? Aber ich komm jetzt. Nicht alleine. Ich bin jetzt da. Okay, Teleport rein. Nicht jetzt weg teleporten. Ich hab auch Teleport ab, ich kann auch zurück teleporten. Aber die machen den noch jetzt. Die machen den ja, muss den Warden. Oh, gefährlich. Ja, ich eh dann einfach mal rein, das ist ja... Ja, mach mal. Go. Ich bin sowieso schon drin. Oh, was, komm her. Komm her. Die trauen sich nicht jetzt, ne? Ist gut. Rache ist unser!
Gecko geht alleine auf Jagd. Ja, setz das Portal, die wissen. Wird sie so fertig machen, kann ich kurz gehen. Ich bin einmal ungefähr muss ich mein Smite einsetzen, meine Q einsetzen, damit ich wieder voll geheilt. Ach, den Inhibitor kann man gar nicht mit der Q extra schlagen. Ne. Schade. Okay, nächsten Tower. Komm mit. Top Lane. Ja. Vorsicht. Doch, Top Lane, nicht Top Lane. Ich bin für Top Lane. Na gut, ich muss mich nochmal ganz hochheilen. Halt euch, 2000 Schaden schon bekommen. Okay, jetzt wird's nicht so eng. Das dauert viel zu lange. Alter, warte, mit. Verwalter. Hab die Deckung gegeben. Warte, ich muss erst wieder hochheilen. Vielleicht. Nein! Gut, gute Ulti-Ruppe. Vielleicht bin ich hochgeheilt. Wir können gleich wieder diven. Ja, ich bin schon wieder drin übrigens. Oh, oh, oh. Das geht mir auch schlecht. Da kam die Ulti rein. Ach, in die Ash. Ja, nee. Boah, ich hab alles abgeblockt. Wo sind die Vasallen? Ich muss mich heilen. Gegner Spaß an sind hier oben. Ah, hier. Wieso willst du mit Jax gehen, Mann? Ja, weil, den kriegt er jetzt weg. Nein, kriegt er nicht weg. Oh, die haben gut gespielt. Aber ich. Ich will Spaß haben. Mensch. Gecko, komm Lauf! Hier runter! Welche Richtung? Runter! Runter! Weg! Von den Tauern weg! So. LOL! Braucht mehr Tank. Ludens Echo Time. Ich muss näher rangehen, Gecko, ich glaube, ich höre dich kaum. Vielleicht die Titanic Hydra, die könnte ich mir noch holen. Würde ja gut Schaden machen. Aber ich wäre halt so offensiv. Ich will eigentlich defensiv spielen. So. Ich hab noch Dornpanzer. Stimmt, Dornpanzer. Ein bisschen was reflektieren. Dornpanzer kostet mich jetzt noch 1500, da brauche ich noch 700 Gold. Der Baron ist in 1,20 wieder da. Können die nochmal machen? Ja, klar. Was wir einmal geschafft haben. Vielleicht nochmal wieder ein paar Zuschauer. Also ich meine jetzt die gegnerische Team. Aber allmählich holen die auf, glaube ich. Also ich glaube nicht, dass sie aufhören können. Nicht mehr? Meinst du nicht? Ja, mit zwei Inhibitor-Down ist es halt sehr schwer wieder zu farmen. Ja, das ist wirklich, also... Das ist abartig. So, erstmal den Baron in 50 Sekunden. Oh, ich habe gerade mal, ich sehe gerade meinen... Ich nehme mir noch deren Red Buff mal mit. Dann habe ich doppelten Burn. Weißt du, ich bin schon Sun hier. North Glory oder sowas in Richtung. Und mach dann noch mehr Damage. Nein, er ist weg! Oh Gott. Was machst du denn jetzt? Also, ich setze jetzt ins Rot-Portal, das ist witzig. Wo setze ich es denn hin? Also, ich setze hier das Rot-Portal hin. Ey, wir könnten auch oben den Tower einfach machen. Oder mal gucken, die kommen jetzt bestimmt hierher, pass auf. Ich würde das ja eigentlich gerne mal hinkriegen, dass man mal, Weil die laufen da lang? Du meinst, ja, die machen mir keinen Schaden. Brotkrumen? Guck mal, der PZ-Buddy kommt vielleicht jetzt zu uns. Ja, der wundert sich, woher die ganzen Viecher kommen. Vielleicht. Leider durch den Tower immer sterben. Der sieht uns nicht. Ich könnte reinflashen. Ha, der bringt mir Geld. Das kleine Viech hier oben. Das tötet die Minions weg. Ist aber böse. Ja, so kann man... Irgendwie sieht sie niedlich. Jetzt kommt Migo hier reingefordert. Auch gut. Bombe! Okay, Bombe! Der Baron ist ab, Schnell, schnell, schnell! Die Bombe hätten wir jetzt gebraucht, Mann! Bombe! Der hat noch ein paar mehr Bomben. Aber ich warde hier mal, nur mal so zur Sicherheit. Bombe! Bombe! Ach, Feuer Damage. Ich glaube, die kommen jetzt wieder. Ob man mit einer Fullbild Leona wirklich einen Baron alleine hinbekommen könnte, ich weiß. Ich glaube nicht. Nein. Kriegen wir Besuch? Ja.
Ja, die müssen aber mal deffen. Aber sie trauen sich nicht. Ja, guck mal, deren Base an, die müssen immer noch deffen. Aber ich krieg zu viel Schaden, ich tank den irgendwie. Lass mich tanken. Weil, wenn ich nicht tanke, dann kann ich den nicht angreifen, das ist das Problem. Du kannst auch ein bisschen näher dran, vielleicht stehe ein bisschen näher dran und dann klopft er mich an. Das muss noch aus diesen Bahnen mal rausgehen. Alles klar. Ja, full build. Full build. Und leider noch kein, ich muss noch ganz kurz ein bisschen Geld holen. Damit ich 400 habe für den Trank. Ja, ich möchte auch full build. Komm, lass mal full build werden alle. Ja, und ich will noch meinen, braucht ja aber noch ein bisschen länger, bis ich full build bin. Ihr habt mir ja nichts übrig gelassen. Bombe. Nein, du hast ja nicht klauen. Ja, Mann. So. Bombe! Jetzt habe ich verwirrt. Wo ist der Trank? Einmal das Trinket und jetzt nochmal das. Jetzt bin ich riesig. Ich glaube, wir sollten die Kombination auch mal im Pro-Match spielen. Drake! 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 Ja, ab zum Drake. Drake ist call. Jeder Drake bringt uns nochmal ein bisschen mehr Damage an Minions und Monster. Okay, das braucht man. Ja, da ist geil. Aber vielleicht leuchten wir da noch mehr. Mit dem Drake lässt dann richtig schön shinen. Lieber shiny. Movement Speed. Ganz wichtig. So den Drake schnell herumtänzen. Ey, wir haben mehr Druck. Aber jetzt ein... Die Cutter. Okay. Nee, Movement Speed. Miau. Das wird nix. Nein, ich bräuchte noch ein paar Movement Speed. Wir machen die Limitoren einfach mal wieder weg. Bombe. Bombe. Zack. Eins, zwei und drei. So, wir gehen zurück. Was? Wieso denn? Was? Ja, Fullbild werden. Ich bin Fullbild. Ich muss ja meinen Sensorportal viel zu lange. Oh. So. Guck mal, wie die Ashes selber Schaden machen. Die selber mich angreifen. Nein. Der Jack ist ja AFK. Was ist er dann? Der Jack ist AFK. Ja, kein Wunder, dass wir gewonnen haben. Das war tatsächlich mal ein Match, ein Noob-Match, wo ich von Anfang an das Gefühl hatte, wir waren überlegen. Das war irgendwie sonst nicht so, tatsächlich. Oder? Ja, vielleicht hat man ein bisschen noch unerfahrene Gegner, aber... Ja, der eine war das Level ist halt immer 4. So eine Glückssache, weil wir laden halt immer Leute ein, die Level, unter Level 30 sind oder Level 30 noch keine Ranks gespielt haben im Prinzip. Und da könnte jetzt ja ein Level 4er könnte dabei sein, aber genauso könnte auch ein Level 30er dabei sein. Und dazwischen sind halt irgendwie, Margen. Ich glaube, etwa 10, 15 Stunden Spielerfahrung, so in der Richtung. Mhm. Wenn nicht mehr. Also das macht relativ viel aus. Wir müssen noch ein, zwei Pros mit unterschummeln, dann... Ja, aber haben wir ja. Eigentlich hatten wir, Blutschbombe ist ja wirklich eine gute Spielerin und die Cutter war eigentlich auch jemand, der Erfahrung hatte. Aber man kann es eben, manchmal läuft es halt auch einfach so. Ist ja auch in normalen Matches so, die man so per Zufall macht. Mal ist es halt irgendwie total klar und mal ist es sehr spannend. Ja, ist ja auch, auf alle Fälle. Ist ja auch gut. Insofern, wir sehen uns wieder in einer weiteren Folge. Bis dahin, tschüss. Bis dann, tschüss. Hallo.